Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren StarCraft 2 Shoutcast. Wir sind im letzten Viertelfinale des Craft Cups Number 7 der US Season und es ist ein TVZ zwischen dem grauen Terraner Greatman und dem türkisen Zerg Just. Ja, ihr seht richtig, ein Zerg vs. Terran, kein TVT mehr. Jedenfalls für dieses Quarterfinal und ich hoffe auch, dass der Zerg sich durchsetzen wird und wir mehr CVT im Laufe dieses Events sehen werden. Gespielt wird auf der Karte Metallopolis und wir haben Close Positions zwischen diesen beiden Spielern, was bedeutet, sie sind nah beieinander und das macht auch der Zerg gerade sehr, sehr gut, schickt seinen Overlord direkt zur nächsten Position, um zu scouten, ob sich dort eventuell der Gegner befindet. Des Weiteren habe ich das Announcement zum Free for All nochmal für euch. Ich werde im Laufe des heutigen Tages nochmal ein Infovideo, beziehungsweise des gestrigen Tages habe ich sicherlich ein Infovideo dazu gemacht. Und bitte, wer möchte, schreibt mir eine Nachricht oder einen Kommentar. Und es wird werktags nächste Woche gegen 20 Uhr sein. Free for All heißt jeder gegen jeden. Es gibt keine Einschränkungen oder ähnliches. Seid dabei, wenn ihr möchtet. Ich werde entweder das Spiel im Spiel mitspielen oder einen Shoutcast darüber machen. Wie genau, werde ich mir nochmal überlegen. Zum Weiteren ist der Craft Cup der European Season Nummer 10 bereits angelaufen. Und ich werde natürlich nach diesem Craft Cup hier direkt den European Craft Cup auch casten. So, lasst uns zurück ins Spiel gehen. Wir sehen hier Brutschleimpool, Spawning Pool ist auf dem Weg, genauso wie eine Barrack, die direkt versucht, vorne den Eingang aufzuhalten, damit der Gegner gar nicht sehen kann, was überhaupt für Tech-Gebäude gebaut werden können. Denn oft ist es der Fall, wenn hier der Wall aufsteht, dass die Einheiten hier hochlaufen, ein kleines Stück sehen und dann eben die View in diesem Radius erhalten, um dann alle Tech-Gebäude, die sich dort befinden, natürlich zu sehen bekommen. Sind jetzt hier auch. Die Barrack hat direkt den Wegpunkt in die gegnerische Basis bekommen. Und oh, Proxy Bunker gleich doppelt. Und da kommt scheinbar der erste Space Marine. Und jetzt bin ich gespannt, wie Just darauf reagiert. Also ich denke, er weiß auf jeden Fall von der Bedrohung. Spätestens jetzt, wenn die Drone heimkehrt sozusagen, müsste er merken, oh verdammt, ich habe hier etwas von meiner Eingangstür, was ich gar nicht möchte. Er hat Metamodin-Schub eingeleitet und da kommt der SCV, versucht jetzt vielleicht sogar ein bisschen zu scouten, versucht auch ein bisschen die Zerglinge hier zu reizen, damit sie in die Feuerreichweite von den Space Marines kommen. Und das ist natürlich ein sehr, sehr aggressives Spiel von Greatman, muss man sagen. Oh, es war scheinbar gerade eine Pause im Spiel, darum sieht man hier alle Nachrichten dann auf einmal. Und jo, jetzt wird's interessant. Also der Terraner Greatman verstärkt weiterhin seine Einheiten, ist dabei auch zu scouten. Also macht das hier gerade sehr, sehr gut. Hier ist die Drone. Und ich finde es ein bisschen schade. Also ich denke, Just hätte auf jeden Fall seinen Overlord besser nutzen können. Hätte ihn hier positionieren können oder hier unten, was ich auch sehr gerne mache. Und dann halt reinfliegen langsam. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, um zu scouten, was der Gegner noch hat. Aber erstmal muss er mit der Bedrohung hier vorne fertig werden. Langsam aber sicher füllen sich die Bunker mit Space Marines. Aber wir sehen jetzt hier erstmal Early Expansion von dem Terraner. Und das ist natürlich auch beabsichtigt. Er verhindert, dass der Zerg eine Expansion machen kann. Und geht dementsprechend direkt auf Economy. Weiß genau, der Gegner hat nicht allzu viel. Und versucht diese natürlich so lange wie möglich in seiner Base zu halten, damit dieser nicht weiter hier Expansions schlagen kann. Scannt es auf die Mainbase, guckt, ob einige Tech-Gebäude vorhanden sind und wir sehen bisher Just bisher nur auf einem einzigen Gas, genauso wie Greatman, also kein Gas-Heavy-Build. Erstmal werden Mineralien benötigt, um die Expansion zu laufen zu kriegen. Jetzt werden die Space Marines rausgezogen, ob eventuell eine Gold-Expansion vorhanden ist und die Zerglinge sind drin. Savage auf beide Bunker und ich denke, es reicht aus. Yep, er hat die Mineralien wiederbekommen und das war ein gutes Spiel auf jeden Fall von Greatman, muss man sagen. Und jetzt versucht natürlich Just hier diese Marines noch zu erwischen, um sie möglichst noch zu vernichten. Aber ich denke, das wird nicht funktionieren. Die Zerglinge haben hier entschieden, einen anderen Weg zu machen. Und wir sehen Banelinge. Gutes Spiel hier.
das Baneling-Nest also auf dem Weg gewesen und jetzt sehen wir auch Baneling auf dem Spielfeld und das könnte durchaus ausreichen, um hier vorne auf jeden Fall, wenn der Bunker nicht kommt, der Bunker sollte nach 1, 2 Baneling down gehen. Jetzt kommen die Baneling und wenn sie schaffen, in die Mineral Line zu kommen, gutes Placement hier von den Bunkern beiderseits. Oh gut, Bunker ist down und schaffen sie es rein. Der andere Bunker geht down und die SCVs. Ja, viele SCVs gehen down. Schönes Spiel und die Zerglinge sind in der Mainbase. Ob der Marodeur noch stirbt, kann ich nicht sagen. Marodeur noch auf 1 HP. Oh, enges Spiel auf jeden Fall. Und jetzt hier Units lost. Sieht man auf jeden Fall viel mehr Einheiten verloren für den Terraner. Gutes Spiel von beiden Seiten gerade hier. Schön gegen den aggressiven Bauvorgang. Jetzt wieder Salvage hier auf diesem Bunker. Und jetzt ist Bradford in der Position, wo er sich sagen muss, er muss agieren, um die Expansion zu laufen zu kriegen und vor allen Dingen muss er jetzt mit den Units nachkommen, denn er hat gerade gehörig an Einheiten verloren und hat ein Problem. Weitere Banelinge morphen hier rein und wir haben neue Zerglinge auf dem Weg und jetzt spielt Just unglaublich aggressiv. Banelinge sind in diesem Augenblick fertig. Sehr schön und die Zerglinge greifen erneut die Kommandozentrale an und die Banelinge sind dabei, den Wall auch zu vernichten. Und Supply Depot ist down. Sehr, sehr schön jetzt hier. Und jetzt versucht er einen neuen Wall aufzubauen. Und das ist natürlich sehr, sehr schön hier. Dieser Bunker geht down. Ein weiterer Bunker auf dem Weg. Jetzt sind sie drinnen. Jetzt können sie auch die Marines und den Marodeur angreifen. Ein Marine down, zweiter Marine down. Marodeur und Marine im unter Feuerbelastung, kann man sagen. Oh, was lache ich schon wieder hier. Jetzt die einzelnen Zerglinge in der Mineral. Und die Zerglinge sind dabei geschlagen zu werden. Wir haben eine Factory auf dem Weg. Das heißt, es müsste eigentlich gleich ein Helgen kommen. Weitere Banelinge morphen hier hinten rein. Und wir sehen neue Zerglinge, die in die Basis strömen. Und jetzt müssen die SCVs natürlich diese Kommandozentrale reparieren. Guter Blick jetzt hier auch auf die auf Income, was uns zeigt, oh mein Gott, Harvester, relativ viel verloren auf beiden Seiten, beziehungsweise relativ wenig. Angriff auf die Bunker, die Kommandozentrale brennt, das heißt, sie wird kontinuierlich Leben verlieren. Neue Zerglinge sind dabei, in die Basis zu gehen. Die Banelinge haben jetzt hier auf jeden Fall die SCVs gehörig dezimiert und jetzt kommt der Helion, der so wichtig war, um die Zerglinge zu vernichten. Neue Zerglinge sind auf dem Weg und 12 weitere in Produktion. Und wir sehen auch, der Zerg-Spieler hat sich sehr darauf versteift, Zergling zu produzieren. Wir haben 4 zu 15 Harvestern und das ist enorm. Zwei Zerglinge morphen rein. Hier kommt der große Schub nochmal erneut. Und dieses Gebäude brennt weiterhin, wird allerdings gerade repariert. Die Banelinge sind gleich fertig, da kommt der Pre-Igniter oder das Upgrade, kommen die Hellions und wir haben die Expansion endlich von dem Zerg, die so wichtig für ihn ist. Und da wird der Overlord rausgezogen und jetzt zieht sich Just auch zurück, hat gemerkt, jetzt reicht es nicht mehr aus, mit Baneling und Zergling hier vorzugehen. Weitere Zerglinge sind dabei reinzumorphen und wir sehen hier die Hate und jetzt könnten diese eine enorme Bedrohung für den Zerg werden. Simpack Upgrade ist auf dem Weg und da kommen die Marodeure und Marines und die Hate sind so vernichtend gegen die Zerglinge. Marodeur down, aber viele Zerglinge sterben und wir sehen trotzdem eine Advantage für den Zerg-Spieler. Er hat 500 weniger, in Reihe weniger verloren als sein Kontrahent. Und hier sind die Hellions und die Space Marines drin. Er muss die Drones von der Line ziehen. Weitere Zerglinge sind dabei, aus den Kopf zu kommen. Und versuchen jetzt die Space Marines und die Hellions rauszuziehen. Zwei Hellions sind noch am Leben. Ein Hellion und alle Hellions sind down. Gutes Spiel auf jeden Fall hier. Und ich muss sagen, sehr, sehr aggressives Spiel von Anfang an. Ich habe das lange nicht so aggressiv gesehen. Also gefällt mir sehr, sehr gut, wie sie es beide machen. Aggressiver Move, Counter, aggressiver Move, Counter. Sehr, sehr schön. So ist auf jeden Fall StarCraft 2 in Reinkultur, wenn man von vornherein wirklich offensiv spielt. Und wir sehen hier, endlich ist die Lea im Bild und bedenken Leute nochmal, es ist hier Pre-Patch 1.1.1, nicht 1.1.2. Das heißt, die Upgrades für Reaper, Gebäude der Zerg und so weiter und Void Race sind eben nicht hier vorhanden. Das wird sicherlich dann in den späteren Craft Cups, die ich casten werde, noch kommen. Wir sehen hier einige Banelinge, die auf der Basis sind. Lea ist fast fertiggestellt.
Spinecrawler unter Beschuss. Und er cancelt ihn. Gute Wahl auf jeden Fall von Just. Aber die Drone geht down. Jetzt hier Move. Micromanagement von beiden Seiten. Die Banelinge kommen hinterher. Jetzt haben sich aber kein Creep mehr, um die zu unterstützen. Oh, gut hier. Viele. Oh, schönes Spiel. Er sollte die Banelinge zurückziehen. Tut es nicht. Aber wir sehen jetzt hier ein weiteres Command Center, sprich die zweite Expansion für Great Man, und vom Income her ist dieser auch gerade weit, weit im Vorteil. Nimmt über 300 mehr Mineralien gerade ein pro Minute als sein Gegner, und jetzt kommt endlich das Pre-Igniter Upgrade, was so wichtig ist gegen Zergling. Und es dauert auch nicht allzu lange, ungefähr ein Viertel bereits fertiggestellt. Und wir sehen es hier, Hayen ist down. Schöner Move auf jeden Fall jetzt hier. Der Just geht sehr, sehr gut mit den Zerglingen um, hat auf jeden Fall ein Gespür dafür, kann sie gut micromanagen. Und wir sehen endlich einen Roach Warren. Sehr, sehr guter Move, effektiv gegen die Hayens. Also nicht wirklich effektiv, aber gut, weil das Pregnator Upgrade eben nur den Schaden gegen leicht erhöht und die Roaches haben viel Leben und zielen als gepanzert. Dadurch die Roaches eine gute Wahl dagegen, und vor allen Dingen kann er dann countern, weil jetzt gerade kommen die Siege Tanks, was auch eine gute, also wo die Roaches auch eine gute Waffe sind, da diese eben auch als gepanzert zählen. Tech jetzt, scan jetzt hier down, um den Creep Tumor zu sehen. Jetzt kommen die Zerglinge, Pregnator Upgrade ist fertig, das heißt die blauen Flammen machen jetzt doppelt so viel Schaden wie vorher. Und man sieht auch die verheerende Wirkung gerade, also er hat keine Chance mehr, 8 Roaches sind dabei reinzumorphen. Und ich kann es euch mal zeigen, also jetzt haben wir 8 oder 24 gegen Light. Und das ist natürlich schon richtig übel, Drone 40 leer, das heißt 2 Schüsse und das Ding ist einfach mal down. Hat keine Wahl, viele Hellions sterben und die Queen ist down. Großer Schaden gegen die Economy. Jetzt kommen die Hayes auch in die Mainline, greifen die andere Queen an. Da kommen die Roaches und schaffen das natürlich, die Hayes zu vernichten. Gute Wahl jetzt hier. Jetzt müssen nur die Space Marines abfangen, die gerade dabei sind, in die Zerg Base zu rennen. Aber er hat es geschafft. Siege Tank und Space Marine ziehen sie zurück. Bedenkt, es ist kein Siege Tank auf dem Weg. Das heißt, die Siege Tanks können bisher einfach nur stehen und schießen. Nicht etwa im Belagerungsmodus oder ähnliches gehen. Ein weiterer Command Center ist auf dem Weg und ich frage mich gerade wo. Ich denke, er wird sie in Base bauen. Nein. Oh! Halleluja! Schöner Move von Great Man. Also er entscheidet sich direkt hier aggressiv eine Expansion direkt vor der Nase von dem Zerg aufzuziehen. Und das gefällt mir natürlich sehr, sehr gut. Damit zeigt er Selbstbewusstsein, damit spielt er noch aggressiver als bereits vorher. Und das schön. Banelinge kommen rein und oh, viele Marines sterben. Die Hayes werden geröstet förmlich, genauso wie die Space Marines. Und jetzt hat er ein Problem. Er hat das Starport zwar gerade fertiggestellt, aber es reicht glaube ich nicht auf. Combat Shield ist auf dem Weg, 12 weitere Zerglings sind dabei reinzumorphen. Und wir sehen jetzt hier auch, jetzt werden Marodeure gezogen, die effektiv gegen einzelne Roaches sind. Guter Move auf jeden Fall jetzt hier. Von Great Man musste das auf jeden Fall tun. Zwei Roaches noch am Leben, diese sind gerade dabei hier auf das Tech-Gebäude zu gehen. Die Zerglings werden surrounded durch die SCVs. Weitere Roaches sind dabei scheinbar, nee, nur Zerglings sind dabei in die Basis zu gelangen. Und wir sehen hier die Marodeure, die mit viel Micromanagement versuchen hier den Gegner rauszuschmeißen. Schönes Spiel auf jeden Fall. Und jetzt hat der Terran natürlich wieder Fuß gefasst, hat geschafft, diesen Angriff abzuwehren. Gutes Spiel von beiden Seiten. Die beiden Banelinge, oh, die werden viel, viel Schaden anrichten. Da sind sie drinnen, mittendrin und oh, viele SCVs down. Und das war auf jeden Fall nochmal ein Schlag gegen das Income. Obwohl man es hier kaum sehen kann, immerhin meint der Terraner gerade auf 3 Bases, also 1, 2 und 3. Und die vierte ist bereits in Produktion. Jetzt sieht man hier, geht der Terraner auf einen aggressiven Move. Der Zerg hat es verschlafen, weitere Roaches zu produzieren. Habe jetzt nicht verstanden, diesen Move-Out. Spinecrawler zur Base-Defense sind da. Queen erneut down. Und da schreibt der GG, gutes Spiel von Great Man, hat mir richtig gut gefallen. Und er hat auf jeden Fall mit seinem Early Harassment es geschafft, den Zerg aus dem Konzept zu bringen und damit das Spiel an sich zu reißen.
Es steht 1-0 für Great Man und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich und wir sehen uns im weiteren Matchup wieder. Auf Wiedersehen.